Guten Morgen, ich bin jetzt wieder auf dem Weg in die Alpen, eine Woche wandern und fotografieren und ich nehme euch mit. Wie jede gute Reise startet am Bahnhof, es ist jetzt hier 6 Uhr morgens am Samstag und ich bin jetzt hier, warte auf meinen Zug und sollte in 4 Stunden in den Alpen ankommen und heute Abend, wenn es gut läuft, habe ich schon meinen ersten Bilder im Kasten. Also wie gesagt, ich werde das Ganze hier mit meiner Pentax K5 II filmen, das ist wirklich keine Filmkamera, also erwartet mal bitte nicht die ganz gewohnte höchste Qualität, aber ja, ich werde versuchen für euch ein paar Momente einzufangen. Und wenn gegen Ende mir der Akku schwächer wird, dann gibt es vielleicht nur noch Handyaufnahmen. Und wenn da der Akku schwächer wird, dann gibt es vielleicht gar nichts mehr. Drückt mir die Daumen, dass das Wetter hält. Und ja, ich denke mal, wahrscheinlich sehen wir uns jetzt gleich wieder in Langen am Arlberg. Und damit 3, 2, 1. Das hier ist echt die älteste Bahn, mit der ich lange gefahren bin. Also gut, ich bin jetzt hier gerade zwar nur auf dem Klo, aber ohne Scheiß, das ist so ein altes Ding. Ich nehme mich gerade kurz mit. So, ich habe meinen Soll für heute schon fast erfüllt. Dahinter irgendwo hinter mir ist die Kaltenbacher Hütte und das war eigentlich das Ziel für heute, aber guckt euch mal die Landschaft an. Unglaublich cool, unglaublich schön. Und ich bin jetzt Stunde 48 unterwegs, also ich bin gleich da und naja, mal wieder ein bisschen schneller als die angepeilten 2 Stunden 45. Na dann, sehen wir uns auf der. So geil. Ich bin jetzt hier bei der Hütte angekommen, habe meine Sachen abgeladen, bin jetzt noch ein bisschen weiter gelaufen und bin jetzt hier am, ich glaube, Spullersee oder so. Das ist unglaublich schön. Zum einen ist es halt ruhig, es ist niemand hier. Und hier sind halt diese ganz vielen feinen kleinen Blumen und da hinten der See. Und du siehst schon, ich bin jetzt in der Komposition, die ich jetzt wahrscheinlich verwenden werde. Ungefähr so sollte das endgültige Foto dann aussehen, halt ohne Fuß im Bild. Und boah. Ja, wenn jetzt heute Abend noch einen guten Sonnenuntergang gibt oder morgen einen guten Sonnenaufgang, dann bin ich super happy. Aber auch so. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass ich heute Morgen, also vor 10 Stunden, noch in Tübingen war und jetzt. So, Bergsee, kalt, rein da. Gefilmt, weil meine Kamera gerade arbeitet. Vielleicht hörst du es hier so gerade ein bisschen klicken. Wofür? Ah, genau da. Weil ich mache jetzt hier eine Timelapse-Aufnahme. Also, weißt du, ich zeig's dir gleich mal, wenn ich die Kamera einmal gedreht habe. Hier steht mein Stativ. Und ja, kommt jetzt Timelapse. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe letztes Jahr schon einen Alpine Moving Film gemacht, also eine ganz kleine Timelapse-Aufnahme, hauptsächlich von einem Tag auf den Dolomiten und ja, da probiere ich mal, ob ich da jetzt. Guten Morgen, es ist der nächste Morgen, es ist 6.30 Uhr und ich bin jetzt schon losgelaufen, weil man sieht es vielleicht, das Wetter ist ziemlich grau, ziemlich regnerisch, heute Nacht hat es geregnet und soll im Tagesverlauf eher noch schlechter werden und da will ich halt möglichst viel Strecke machen und hinter mir liegt jetzt praktisch die Hütte, aber ich habe eine Ecke vor mir, also wenn ihr das mal anschaut, das da drüben ist der Berg und hier oben ist eine Bergstation, da muss ich hin und dann nochmal weiter, also grobe 15,5 Kilometer, 1800 Höhenmeter. Ja, läuft. Findet da unten gerade die Tour de France statt oder was? Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich kann leider gerade nicht näher ranzoomen. Aber die gesamte Straße ist einfach voll mit irgendwelchen Rennradfahrern. Und richtig, richtig viele. Und da kommen jetzt auch immer noch mehr.
Ich glaube, da findet irgendein Radrennen statt. Ja, der Regen hat ein bisschen vom Weg weggenommen. Alter, das war ja das super scary. Ich laufe hier durch den Kuhgelände. Plötzlich gucken mich alle Kühe an und bewegen sich so langsam in meine Richtung, ey. Ich habe richtig die Panik gekriegt. Aber einfach ruhig weitergelaufen. Sind so stehen geblieben. Glück gehabt. So, ich bin jetzt hier schon, es ist jetzt mittlerweile 10.10 Uhr, ein paar Stunden weiter. Da hinten irgendwo ist die Ulmer Hütte und ich bin jetzt hier gerade beim ziemlich steilen Aufstieg. Aber das ist doch mal cool, oder? Schneefelder! Fokus! Yeah! Schneefelder! Aber ganz schön felsig, ganz schön felsig, ganz schön steil. Hoffen wir mal, dass das Wetter halbwegs hält. Das hier ist der Weg, den ich gerade hochgekommen bin. Nicht ganz leicht. So, ich bin jetzt ganz oben und zum Thema anspruchsvoll, da geht's runter. Das wird anspruchsvoll. Aber guckt euch mal die Felsformation an. Ist nicht unglaublich schön. Alter, guck mal, wie viele Gämsen da sind, die für mich so leicht beobachtet. Und die beobachten mich auch und gucken so, was ich mache. Und sind super viele. Naja, gucken, ob die gleich wegrennen, wenn ich näher komme. Ich will gerade nochmal erzählen, wie das eben mit den Steinböcken abgelaufen ist. Das war eigentlich echt absolut verrückt. Ich komme da jetzt übers Schneefeld und dann sehe ich so einen. Und dann gucke ich nochmal und dann sehe ich zwei in weiter Ferne. Und dann sind plötzlich ganz viele da, es waren bestimmt 40 Stück und dann habe ich halt zu meinem Tele gewechselt und dachte, okay, ja, gleich hauen die ab und dann komme ich halt näher und die bleiben sitzen und ich komme noch näher und sie bleiben immer noch sitzen und du siehst ja auf den Fotos jetzt gleich, ich bin auf 200 mm, ich bin echt nah dran und ich habe den Formatfüllen da und dann realisiere ich so, scheiße, mein Weg geht einfach genau mitten durchs Gebiet durch und ich wusste halt auch nicht, was machen, bin halt so langsam näher und dann ist halt so der eine aufgestanden, ich glaube, das war halt der Oberboss, weil der hat halt so die größten Hörner, wie ein Mensch, naja, der den längsten hat, der hat die Macht. Und der steht halt auf. Und man merkt so, zack, die ganze Herde steht halt auch auf. Und dann pfeift der. Und dann stehen auch noch die letzten auf. Und alle gucken mich so an. Ich denke so, scheiße, was passiert jetzt? Und de facto bin ich halt immer weitergelaufen, stehen geblieben, so in so einem leichten Rechtsbogen. Aber keine Ahnung, ich war vielleicht 10 Meter weg. Und danach habe ich wieder hingesetzt. Aber ich habe ein paar, glaube ich, ziemlich coole Bilder. Aber das war, ja, so ein bisschen nervenaufreibend. Aber ich bin jetzt hier, der schwierige Teil ist geschafft. Ich mache jetzt hier gerade Pause, ein bisschen in der Sonne. Ich habe hier das erste Schild zur Richtung Stuttgarter Hütte gefunden. Also bei der Ulmer Hütte, es gab keine einzige Ausschilderung Richtung Stuttgarter. Jetzt habe ich das hier gefunden. Also, ja, top aktuell. Aber das steht 1 Stunde 14, beziehungsweise 1 Stunde. Und ja, da ich ehrlich bin, eigentlich immer schneller, müsste ich dann so eine Stunde da sein. Ich glaube, ich sehe die Hütte auch schon. Und dann, ja, hoffe ich, dass ich ein Bett kriege. Genau, und was ich auch noch gar nicht erzählt habe, ist, es ist noch nicht sicher, dass ich in der Stuttgart-Hütte auch wirklich übernachten kann. Weil ich konnte halt nicht vorreservieren, weil die komplett ausgebucht war. Und ja, das ist scheiße, wenn ich es halt nicht kriege, weil dann habe ich, im besten Fall kriege ich Notlager und im schlimmsten Fall zwingen sie mich abzusteigen. Aber ich werde nicht absteigen, weil ich treffe mich dann mit meiner Mutter und so what? Ich bin auch optimistisch, dass ich dann ein entspanntes Lager kriege, weil das Wetter war ja auch nicht so gut. Und deswegen sind wahrscheinlich weniger Leute unterwegs. Den Weg, den ich jetzt gerade gegangen bin, da war ganz sicher heute noch niemand, weil da auf dem Schnee waren keine Fische. Stuttgart Hütte. Ziel erreicht. Tag 3, hinter mir findet gerade der Sonnenaufgang statt.
Und ja, ich habe gestern nicht mehr so viel erzählen können, weil ich Akkuprobleme hatte. Mein Handy-Akku war praktisch leer und mein Kamera-Akku war auch praktisch leer. Aber ja, gab gestern noch einen guten Sonnenaufgang. Hier vorne steht jetzt meine Kamera und macht eine kleine Timelapse-Aufnahme. Und ja, heute geht es von hier unten bis da oben hoch und wieder runter. Also auch eine gute Strecke. Ich glaube rein streckentechnisch 14 Kilometer. Aber ja, halt deutlich weniger Höhenmeter als gestern. Und ein bisschen ärgert tue ich mich über das Wetter, because. Weil ich habe jetzt schon, sieht man vielleicht, ziemlich guten Sonnenbrand. Ja, aber ich habe gut geschlafen. Das heißt, bin spät. So, wir sind jetzt schon wieder auf der anderen Seite. Ein paar Stunden unterwegs. Super schöner Weg und vor allem ist es halt relativ bewölkt und es ist halt perfekt für so ein bisschen Movie-Shots. Naja, weiter geht's. Was macht bitte schön eine Tür hier mitten in der Landschaft mit super vielen Durchsichten und durchgehen und dahinter ist noch mehr Landschaft. Keine Ahnung. Ist deine Sache. Aber ja, guten Morgen hier von der Ravensburger Hütte. Und ja, ich bin jetzt schon fast wieder auf dem Weg und ich habe mir hier diese geile Käppi besorgt, weil ich habe schon so, vielleicht sieht man es ein bisschen Sonnenbrand auf der Nase und auf den Ohren und deswegen heute gutes Wetter angesagt, deswegen, ja, jetzt mit Käppi unterwegs, aber sehr, sehr geil hier der See, da hatten wir auch gestern einen schönen Sonntag, habe ich auch ein paar coole Fotos gemacht. Und ja, jetzt geht es heute 5 Stunden da drüben, über die Bergkette rüber und auf zur nächsten, ich glaube, die Freiburger Hütte. So, immer noch hier im witzvollsten Trapper-Outfit gegen die Sonne unterwegs, aber die schwere Stelle haben wir geschafft, aber das war oben halt auf dem Grat und ist super. Überhaupt nichts gehört und ich hatte auch echt ein bisschen Angst darüber. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ich habe hier so eine Art von selbstgemachten einfach Energieriegel und die schmecken super und ein Blech hat halt so knappe 3000 Kalorien und kostet für und ich meine so ein Riegel. So, das erste Mal, dass ich mich aus dem Schlafsaal melde. Wir sind jetzt nämlich hier in der Ravensburger Hütte, glaube ich, angekommen. Und ja, war, ist immer noch ganz schön heiß und ich glaube, man sieht auch, mein Sonnenbrand ist nicht sehr viel besser geworden, trotz meinem Beduinen-Look. Ja, jetzt sind wir erstmal hier. 14 Uhr. Machen wir jetzt erstmal ein bisschen Entspannung. Und es gibt hier unten einen See und ich habe hier auch eine sehr, sehr coole Aussicht. Also das will ich auch mal zeigen. Hier, das ist meine Aussicht aus dem Fenster. Ziemlich cool. Und ja, machen jetzt halt Pause. Und dann mal gucken. Vielleicht noch ein paar, auf jeden Fall noch ein paar Fotos heute Abend. Ich zeige jetzt kurz mal hier den Schlafsaal. Das ist sehr, sehr modern. Also. Hier. Ziemlich groß, das Lager und ja, also für ein Lager ist sehr, sehr modern, sehr, sehr cool und ich habe natürlich schon wieder gutes Chaos gestiftet. Ich wollte gerade mal zeigen, was ich jetzt im Kamera-Equipment dabei habe. Hier Roller EC5i, dann das 70-200 und das 18-35 von Sigma und dann hier drauf halt noch das 10-20, mit dem ich gerade filme, an meiner Pentax K5-2. Und ich sag mal, das war's schon, aber es macht trotzdem die Hälfte von meinem Rucksack aus und besonders das 70-200 ist echt. Das ist verdammt schwer, aber es hat sich echt gelohnt. Ich habe damit dann eigentlich so coole Bilder gemacht. Und hier das Roller, das hat. Und das glücklicherweise hat mit 1,5 Kilo auch echt leicht.
Guten Morgen hier von der Freiburger Hütte vom Sonnenaufgang. Und bin mal wieder irgendwo hingesprintet, jetzt um 6.10 Uhr, um den Sonnenaufgang zu kriegen. Aber es hat sich richtig gelohnt. Ich hätte jetzt ja nicht viel geplant, einfach losgelaufen. Und yes! Aber naja, ein bisschen schade, dass Folgen komplett wolkenloser Himmel ist. Das wäre noch cooler gewesen, wenn er ein paar Wolken gewesen wäre. Aber auch so. Start den Tag. Und heute wieder ein schwerer Weg, nur für Geübte zur Göppinger Hütte, und da bleiben wir dann am Ende 3 Nächte. Ich bin hier wieder auf einer Solo-Mission unterwegs. Irgendwie so ein schöner 1-2er-Grad vielleicht auf dem Weg zum Gipfel da vorne. Ja, nicht super schwer, aber macht Spaß. Und ich weiß nicht, eigentlich gibt es jetzt 2 Gipfel, und ob ich den ersten schon hinter mir habe. Also irgendwo da unten habe ich angefangen. Und doch, mal gucken, wie es weitergeht. Stativ like a boss. Es ist so unglaublich heiß. Es ist jetzt 11.30 Uhr, sind 1,5 Stunden im Aufstieg, und die Sonne brennt einfach runter. Es gibt keinen verkackten scheiß Mistschatten. Und, oh, manche Leute gehen in die Sauna, andere Leute am Berg. Nein, die Höhe 200 Höhenmeter höher. Die Landschaft entschädigt für all die Plackereien. Aber ich habe jetzt endlich den ersten Schatten gefunden. Und ohne Scheiß, hier läuft der Schweiß in Strömen herunter. Jetzt warte ich mal auf meine Mutter und meinen Onkel. Müsste es noch so eine halbe Stunde bis zur Hütte sein. So, Abstieg hier von der letzten Hütte Richtung Biberacher. Und zwar mit einem wundervollen Nebelmeer. Da unten. Jetzt sind wir hier richtig tief im Nebel drin. Also man läuft praktisch im Nichts. Aber ja, für Fotografie natürlich super. Ich muss mal da ein bisschen auf den Weg achten. Und oh ja, da drüben sieht gerade sehr, sehr, sehr krass aus. Und praktisch steigen wir jetzt da runter ab. Ich habe hier gerade noch ein witziges Detail entdeckt. Da ist die Hütte. Und hier mitten auf so einem Stück einfach daneben ein Bohrhaken. Und keine Ahnung, ist das jetzt hier dafür da, dass ich hier dann die Hütte aufheben kann oder was? Einen guten Morgen von der letzten Nacht hier auf der Biberacher Hütte wünsche ich. Wir hatten hier nochmal einen wunderbaren Sonnenaufgang mit Nebel im Tal und alles. Und ja, jetzt rückblickend hat sich das echt gelohnt. Ich war so voll super skeptisch, soll ich die Wanderung machen, soll ich sie nicht machen. Aber ich habe so, so viele coole Bilder gemacht. Das Wetter war einfach genial. Und hier sieht man jetzt noch ein bisschen so Sonnenaufgang hinter mir. Ja, und jetzt heute noch gemütlich ins Tal absteigen. Und dann bin ich auch schon wieder zurück in Tübingen. Aber so wie es aussieht, bin ich nächste Woche auch schon wieder in Berlin. Mal gucken, vielleicht nehme ich auch mit. Hier schrecken 3,5 Stunden. Das heißt, in 3,5 Stunden bin ich unten in der Bahn. Nochmal mit dem Bus bis nach Lech. Und dann ab nach Hause und vor den Rechner Bilder bearbeiten. Also da bin ich jetzt richtig, richtig heiß drauf. Da geht es vor, das auf Kosten der Menschen. Sie gilt als Vorbild.